André, zuerst einmal, was geht in dir vor, nachdem ihr endlich diesen Aufstieg gepackt habt? Es ist einfach ein geiles Gefühl, mit der Mannschaft jetzt doch die Relegation geschafft zu haben. Ja, was wir machen, heute Nacht wird nur gefeiert, morgen gibt es keine Arbeiten. Muss gefeiert werden die ganze Nacht, ganz klar. Ist ein geiles Gefühl, hat man nicht immer und es wird gefeiert. Es sah ja lange Zeit nach einer knappen Sache aus. Ja, das stimmt. Erste Halbzeit war ein bisschen schwierig. Dann würde ich sagen, zweite Halbzeit haben wir schon gut gemacht. Am Ende würde ich sagen, schon verdient. Ja, verdient würde ich schon sagen. Du hast es 2-0 gemacht. Sehr wichtiges Tor natürlich. Sag ein paar Worte dazu, wie du es gemacht hast. Ich habe einen langen Ball gekriegt und dann habe ich den Torwart überlupft. Ich würde sagen, ein gutes Gefühl dabei gehabt. ja, wichtiges Tor würde ich schon sagen, aber die Mannschaft hat heute alles gegeben und wenn ich dazu beitragen kann, dass es reicht, dass wir gewinnen, dann freut mich das noch mehr. Lauer ist bester Kapitän. Ja, das stimmt, ja, Dominik Lauer. Kurze Bierduschenunterbrechung. Was bedeutet dieser Aufstieg für eure Mannschaft, für dich? Ich weiß nicht. Bedeutet schon viel, ist ja Vereinshistorie. Ich würde sagen, wir haben es einfach verdient. Wir haben in der Rückrunde starke Leistung gebracht, die ganze Mannschaft. Auch die Auswechselspieler, immer Trainingsbeteiligung da gewesen. Ist einfach eine geile Truppe. Und deswegen würde ich sagen, wir haben das komplett verdient. Wir sind einfach geil. Wir waren geil drauf. Wir sind immer noch geil drauf, Verbandsliga jetzt zu spielen. Und ich denke schon, dass wir das nächstes Jahr schaffen werden, auch wenn es schwierig wird, aber wir haben eine geile Truppe. André, ich danke dir vielmals für das Interview und viel Erfolg auch nächstes Jahr. Dankeschön. Schönen Sonntag noch.